Das Extrem im Allgemeinen, in welcher Hinsicht es auch sein mag in der Religion, ist etwas, was den Menschen, was oft schädlich für den Menschen endet. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er sagte, inna dina yusr, die Religion ist leicht. Die Religion ist etwas Leichtes. Sie ist etwas Realistisches. Leicht und realistisch. Und dann sagte er, وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدْ إِلَّا غَلَبَ. Und wer versucht, die Religion zu übertreffen, was heißt das, sie zu versuchen, yani, zu übertreffen? Natürlich wird keiner von sich aus sagen, ich möchte etwas Extremeres, etwas Härteres. Aber seine Einstellungen, seine Weltanschauungen oder seine Anschauungen sind so übertrieben, dass er damit versucht, die Religion zu übertrumpfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, das ist das Entscheidende, وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدْ إِلَّا غَلَبَ. Wer versucht, die Religion zu überwältigen mit seinen Übertreibungen, mit seinem Extremismus, der wird von ihr zurückgeholt, der wird von ihr überwältigt. Er kann nicht mit ihr standhalten. Und das sieht man in vielen Fällen. Und da gibt es noch einen anderen Punkt in Bezug auf die Übertreibung. Das ist auch tatsächlich Fakt, wenn man das beobachtet. Übertreibungen führen zu Untertreibungen. Und Untertreibungen, Menschen, die in einem Klima aufgewachsen sind, ich nenne das mal in einem untertriebenen Klima, ich nenne es mal so, ich weiß nicht, ob diese Bezeichnung richtig ist. Beispielsweise die Jugendlichen hier in Deutschland. Jugendliche in Deutschland oder in Ländern, wo die Verhältnisse so ähnlich sind wie hier in Europa. Sie leben ganz fern von der Religion, fern von religiösen Werten, fern von religiöser Praktik, fern von religiösen Anschauungen, sie haben keine Ahnung davon. Und irgendwann, wenn es mal bei ihnen Klick macht und sie sich dieser Religion auf einmal zugeneigt fühlen, also eine Rückkehr anstreben, ich nenne es mal Rückkehr, sind sie aufgrund, sie haben dann so einen Hass gegenüber ihrer Vergangenheit, einen extremen Hass gegenüber ihrer Vergangenheit. Und das führt dann manchmal dazu, diese Untertreibung, die sie gelebt haben, wenn wir uns mal vorstellen, es gibt so einen Mittelstrich, einen Strich in der Mitte, und sie waren irgendwo da unten bei minus 100, ja, nicht mal bei minus 50, minus 30, minus 20, so. Sie waren irgendwo bei ganz unten minus 100, also die tiefste Stufe, die es überhaupt gibt. Dann machen sie auf einmal einen Sprung zu plus 100, nicht bei der Null, bei Null ist so die Mitte. Oder auch umgekehrt, wie jemand, der lange Zeit ganz oben auf der Spitze des Berges war in Übertreibungen. Wenn er die Einsicht bekommt, dass er übertrieben hat, fällt er ihm oft ganz weit wieder runter ins andere Extrem.